So, jetzt haben wir vorne gesehen, wie man es im Innenbereich macht. Jetzt haben wir natürlich auch den Fahrzeugaußenbereich. Das interessiert euch auch sehr. Wir haben hier Aluminium, zum Beispiel Aluminium-Aussenkonstruktion, etwas im Dach, das man mit Aluminium anarbeitet. Und dann eine Fuge als Blech, als lackierter Blech, das man abdichten will. So etwas würden wir machen mit einem Sika Flex 521 UV. UV steht hier für die Beständigkeit dieses Produkts. Also, wir müssen uns vorstellen, das Fahrzeug steht an der prallen Sonne. Einmal sind ihr in der Sahara vielleicht mit eurem Camper. Ein anderes Mal sind ihr am Nordkap oben. Oder? Also, das hat jenste unterschiedliche Bedingungen, wo das Produkt wirklich sehr geeignet ist und sich anbietet. Wir haben auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel Unterbodenkonstruktion. Stellen wir uns vor, wir haben etwas mit GFK gemacht im Radkasten. Das ist jetzt nicht direkt mit UV bewittert, das hat nicht direkte Dinge. Aber wir haben Bremsstaub, wir haben eigentlich eine höhere chemische Beanspruchung. Und deshalb würde ich hier einen Polyurethan vorschlagen, den Sikaflex 221, den wir dann nehmen, um diese Teile miteinander abzudichten, zu verbinden. Dann müssen wir uns noch bewusst sein, was wir für Vorbehandlungen nehmen. Ich habe hier jetzt von der Industrie zwei Vorbehandlungstabellen. Eine ist für die 500er Serie. Das wäre eben wieder da der 521er. Dort schauen wir, was wir für Materialien haben. Tim, du musst es noch mal schnell kehren, damit man die Materialien gut sieht. Dort haben wir eben das Aluminium. Dann schaue ich Aluminium an, ich habe hohe Beanspruchung, dann nehmen wir das Schliffflies, also wir tun es ein wenig anscotchen. Genau, und dann der Aktivator 205. Eine relativ einfache Vorbehandlung. Für den 2K-Decklack, den wir haben, von der Karosserie, brauchen wir nur den 205. Das ist jetzt egal, wenn das auch ein wenig angeschliffen ist, Tim. Aber es bräuchte es nicht unbedingt. Dann haben wir noch für 200er Serie Polyurethan. Jetzt im Gegensatz zu den Hybriden braucht man bei Polyurethan ein bisschen mehr Vorbehandlung. Es braucht halt einfach mehr, weil der Hybrid der hat ja schon seine Langgruppe eingebaut. Das ist wie der sogenannte eingebaute Primer. Das hat Polyurethan nicht. Aber eben, wir haben dort eine höhere Beständigkeit. Dementsprechend haben wir jetzt ein GFK. Da schauen wir, was GFK ist, Außenbereich. Da reinigen wir schnell, würde ich vorschlagen, mit dem Aktivator 205. Und dann den Primer 207 einsetzen. Und auf dem Decklack selber wäre nur der 207, aber auch den müssen wir schnell reinigen. Also nehmen wir auch schnell den Aktivator, weil sonst müssten wir ein anderes Lösemittel nehmen, zum Entfetten. Wir sehen, der Tim tut auch wieder immer schön in eine Richtung fahren. Dann tun wir den Primer. Das ist jetzt der 207. Die andere Seite muss man ja nicht primern, haben wir jetzt gerade erfahren. Also immer gut schütteln am Anfang. Wir können das öffnen. Wir haben gesagt, wir tun immer in einen Becher, damit wir nicht mit dem Pinsel ins Ding hineingehen. Also Verunreinigung im Primer reinbringen. Wie ihr seht, ist der Primer schwarz. Das ist ein Schwarzprimer, wie man dem sagt in der Sika. Gut, wir haben das Pinsel. Und jetzt tun wir das Primer. Ihr seht, das sieht aus wie ein wunderbarer schwarzer Lack. Et voilà. Das muss man jetzt auch 30 Minuten ablüften lassen.